Heute werfen wir Garden Gourmet Veggie Eiersatz in die Pfanne. Ja, das ist ein Eiersatz auf Sojaproteinbasis. Das könnt ihr zum Kochen, Backen, aber auch für Rührei benutzen. Und wir machen heute Rührei, also ab in den Test. Willkommen bei der Foodshow. Jan Forschmann, habt ihr schon gesehen. Heute gibt es veganen Eiersatz von Garden Gourmet. Falls jetzt wieder einer sagt, ah, oh, das ist ja Nestle. Ja, es ist Nestlé. Garden Gourmet gehört zum Nestle-Konzern oder Nestlé-Konzern, heißt das ja richtig. Und ja, die haben jetzt auch eine vegane Alternative für Ei. Ich finde es cool, dass es immer mehr von diesen Produkten gibt. Je mehr Produkte kommen, desto mehr nimmt der Kunde das wahr und greift vielleicht auch mal zu einer Alternative. Und wenn er sagt, nee, die von Nestlé will ich nicht kaufen, dann nimmt er vielleicht die andere Alternative. Hat alle seine Vor- und Nachteile. Ich habe nichts dagegen, wenn Garden Gourmet vom Nestle-Konzern oder Nestlé, ich muss mich daran gewöhnen, dass das Nestlé heißt, dass man das eh ja so betont, solche Produkte rausbringt. Es ist ein veganer Eiersatz auf Sojabasis. Das ist nicht ganz mein Ding, wenn es auf Sojabasis ist, aber es ist Geschmackssache. Es soll mit natürlichen Zutaten gemacht sein und eine Proteinquelle. Ob das wirklich so ist, finden wir heraus. Ich kann euch schon mal sagen, es sind 300 Gramm so eine Packung, die ersetzt ungefähr 4 Eier. Ihr könnt es zum Kochen und Backen einsetzen oder einfach nur für Rührei, das machen wir heute. Und 300 Gramm, wie gesagt, sind hier drin, 4 Eier. Zutaten, gucken wir drauf. Achso, das wollte ich gerade sagen. Siehst du, ich habe das nämlich gerade zweimal den gleichen Satz gesagt. Ich wollte euch sagen, das ist kühlpflichtig. Das könnt ihr euch nicht in den Vorratsschrank stellen. Ihr müsst es euch in den Kühlschrank stellen. Es muss bei 7 Grad gelagert werden, steht hier. Und nach dem Öffnen muss man es innerhalb von 3 Tagen verbrauchen. Haltbar ist es aber auch immer nur so, ja, ich glaube so 1,5 Monate ungefähr, 2 Monate. Länger ist das gar nicht haltbar. Zutaten, Nährwerte. Wir haben hier also Wasser, Rapsöl, Sojaprotein, natürliches Aroma, Karottenkonzentrat zum Färben und alles sind natürliche Zutaten. Kann Gerste, Hafer, Roggen, Weizen enthalten. 242 Kalorien auf 100 Gramm oder pro 100 ml und ungefähr 8,3 Gramm Eiweiß. Omega-3 ist auch noch ein bisschen drin. Und ich hau das jetzt in die Pfanne. Ganz wichtig, da ich gesagt habe, dass es ein Eiersatz ist. Eiersatz bedeutet, es ist ungewürzt, es ist kein Rührei-Ersatz, es ist ein Eiersatz. Ihr müsst es also ganz normal würzen nach eurem Geschmack. Also Salz, Pfeffer muss dran, eventuell muss noch Kalamanak-Salz dran. Ich muss euch mal gucken, wo das hier steht, seit wir hier die neue Küche haben. Ich habe noch nicht alles gefunden. Meine Freundin hat hier eingeräumt. Ich habe noch nicht alle Sachen gefunden. Ich finde das gleich schon. Und da bin ich mal gespannt, ob das eine gute Ei-Alternative ist. Darum, bis gleich. Ja, und im ersten Moment ist das irgendwie sehr, sehr cremig. Aber man muss es jetzt immer wieder so schieben, wie man es kennt, damit es halt anfängt, immer wieder ja, zu stocken, fester zu werden und Farbe kriegt. Aber im ersten Moment ist es sehr, sehr speziell, wenn man es aus der Packung holt. Ja, ihr Lieben, und hier ist es jetzt frisch aus der Pfanne. Es ist wirklich sehr, sehr wenig geworden. Also von 300 Gramm, also wenn ich das jetzt hier in dieser kleinen Schüssel sehe, ist echt nicht viel übrig geblieben. Dauert aber echt sehr, sehr, sehr lange, bis es ungefähr diese Konsistenz dann bekommt. Ja. Riecht jetzt auch nicht wirklich wie Ei. Wie gesagt, man muss es würzen. Es ist sehr neutral. Das mache ich jetzt gleich noch vorm Probieren. Aber so schaut es aus, wenn man es als Rührei das macht. Und jetzt probieren wir es. Ja, ihr Lieben. Und da sind wir. Und jetzt können wir es probieren. Wie gesagt, es war ein Krampf. Also wenn ich euch die Pfanne zeige. Also ich kann hier mal ein paar Meter gehen. Das stockt wie Sau da drin. Also es brennt und an der Zeit irgendwie an. Du kriegst es gar nicht richtig ab. Ich muss jetzt gleich mal die Pfanne putzen. So gute sind das gute Pfannen, die sehr schnell sauber gehen. Also ich kann jedem nur gute Pfannen ans Herz legen. Also solche richtig geilen Pfannen, die richtig gut beschichtet sind. Das sind ja auch Gusspfannen. Kosten zwar 100 Euro und mehr. Ihr werdet sie lieben. Also es lohnt sich. Da kannst keine Teefall und so, kannst du alles vergessen im Verhältnis. Aber ist halt auch eine Preisklasse, muss man überlegen, ob man sich halt drei Pfannen für fast 500 Euro kauft. Aber ich kann aus Erfahrung sprechen, die sind super. Ich habe jetzt, glaube ich, seit dem 17. Lebensjahr habe ich diese Pfannen. Und das ist jetzt das zweite Mal, dass wir die neu gekauft haben. Die haben ungefähr vorher 15 Jahre gehalten, dann waren die kaputt, dann haben wir uns neue gekauft. Also, die lohnen sich. Das Ei, darum geht's. Kann es was? Wie gesagt, also, es ist wie so ein Schlock, der rauskommt, wie so eine Breimasse. Dann, also, es sieht schon speziell aus. Und es dauert sehr, sehr lange, bis das halt Rührei wird. Also, ich denke mal, zum Kochen, Backen ist es besser geeignet. Rührei würde ich mir nicht machen, weil, wenn ich überlege, ich habe jetzt dieses ganze Päckchen da reingekloppt. Also 4 Eier und habe danach so eine kleine Schale Rührei nur, was 10 Minuten dauert. Da gibt es, glaube ich, bessere Alternativen für Rührei. Ich probiere das jetzt einmal pur, ohne Gewürz. Die Konsistenz ist aber gut. Das muss man wirklich sagen. Schmeckt sehr, sehr neutral.
Also dafür, dass das ein Sojaprodukt ist, schmeckst du nichts raus. Also es ist wirklich sehr, sehr neutral vom Geschmack. Ist das jetzt Kalamanak? Ich muss hier aufpassen, wir haben auch Rauchsalz und so. Und die sind mir jetzt sehr Rauchsalz draufknalle. Ja, schmeckt intensiver manchmal, als es riecht. Machen wir ein bisschen Kalamanak drauf. Ich habe es nämlich extra jetzt nicht gewürzt. Ich möchte gleich auch noch meine Freundin nämlich nochmal probieren lassen. Einmal ungewürzt und einmal gewürzt. Da kommt noch ein bisschen was drauf. Schadet nicht. Okay. Also mit Kalamanak kriegst du das als Rührei fast verkauft. Also ich hatte ja schon vieles von diesem veganen Rührei probiert und ich habe auch so meine der Favoriten. Das ist aber von der Konsistenz nicht schlecht. Es ist nur scheiße zuzubereiten, muss man sagen. Also die Zubereitung, das hat mich gerade ein bisschen genervt. Aber die Konsistenz mit dem Kalamanak dazu. Also wenn einer jetzt sagt, hey, was ist denn das für ein Salz? Ich blende euch das mal ein. Ich habe da mal ein Video zugedreht. Das ist ein sehr schwefelhaltiges Salz, was einen Eigeschmack dadurch simuliert. Es ist vielleicht ein kleiner Tick zu quietschig, aber ich habe schon schlechteres Hotelrührei gegessen, muss ich sagen. Und hier könnte ich nicht sagen, wenn ich das so bekomme, dass das ein veganes Ei ist. Also die Konsistenz ist gut. Es ist mir ein bisschen zu wenig Masse am Ende. Aber ich kann mir vorstellen, dass es zum Kochen und Backen gut ist, weil die Konsistenz ist halt wie Ei. Und ich brauche zum Backen eine Ei-Konsistenz, um eine gute Alternative hinzubekommen. Meine Freundin hat da schon einige von probiert, die waren okay. Aber ich glaube, das könnte wirklich eine sehr, sehr gute Ei-Alternative sein. Ich finde es gut. Pur, sehr neutral, kein Sojabeigeschmack. Konsistenz geht ganz leicht gummiartig, ganz, ganz leicht gummiartig. Da müsste man vielleicht noch mal experimentieren, wenn ich das strecke, ist das nicht gut. Also ich habe schon andere Ei-Alternativen habe ich gestreckt, die man so in einem Schüttelpäckchen hat. Ich würde wirklich sagen, insgesamt 4,5 von 5. Das ist kein schlechtes Produkt. Die Zubereitung ist ein bisschen nervig. Dass es 10 Minuten dauert und es dauert extrem lange, bis es fertig ist. Und am Anfang sieht es ganz komisch aus. Aber insgesamt ist das lecker. Und das ist sehr wichtig. Es soll ja schmecken. Und es hat wirklich einen geilen Ei-Charakter. Gerade also auch pur, also ohne, hatte schon ganz, so einen ganz leichten Ei-Charakter. Es schmeckt halt wie ungewürztes Ei. Also es ist echt gut. Also lege ich euch ans Herz, probiert es wirklich mal aus. Das Garden Gourmet Veggie Alternative für Ei, nicht für Rührei, für Ei. Probiert es mal aus, wir werden es die Tage mal zum Backen ausprobieren, mal gucken, wie sich das da verhält. Es ist eine gute Alternative. Es gehört nur zu Nestlé. Darauf müsst ihr euch einlassen, wenn ihr es kauft. Ich finde das persönlich nicht schlimm. Wenn ihr eine andere Meinung dazu habt, ist das eure Einstellung. Ich finde es gut. Und andere Anbieter können das ja auch gut nachmachen in Zukunft. Also, das ist eine gute Alternative. Probiert sie aus. Ich sage danke fürs Foodschauen. Wir sehen uns in einem der nächsten Videos. Bis dahin. Ciao. Euer Bob.